Heute haben wir das Privileg, einen der einflussreichsten Denker im Bereich der menschlichen Entwicklung und Bildung begrüßen zu dürfen. Er ist Neurobiologe, Autor und gefragter Redner, der sich leidenschaftlich für die Entfaltung des menschlichen Potenzials einsetzt. Er hat an der Universität Göttingen gelehrt und ist Mitbegründer der Akademie für Potenzialentfaltung. Seine Arbeit hat nicht nur in der Wissenschaft, sondern auch in der breiten Öffentlichkeit große Resonanz gefunden. Viele seiner Bücher sind nämlich Bestseller. Er hat auch einen eigenen Podcast, den ich sehr empfehlen kann, höre ich auch. Podcast, der mit dem Titel Ist das Information oder kann das weg? Und heute möchten wir über die Rolle der Gesellschaft in der Energiewende sprechen. In dem Zusammenhang interessiert mich besonders die Bedeutung von Selbstwürde und Selbstreflexion für persönliches und auch natürlich gesellschaftliches Wachstum und wie eine Vision für zukunftsfähige Gesellschaft aussehen kann. Herzlich willkommen, lieber Professor Dr. Gerald Hüther. Gerald, ich freue mich, dass du bei uns bist. Lieber Klaus, wir hatten uns auf das Du geeinigt und ich begrüße alle, die uns jetzt hier zuschauen und hoffe, dass ich mit dir gemeinsam ein paar dieser Fragen so behandeln kann, dass man ein bisschen besser versteht, was nicht nur im Kopf, sondern auch in den Leuten und in der ganzen Gesellschaft los ist. Ja, sehr schön. Ich hatte es ja schon in der Anmoderation kurz gesagt, du hast ja in deinem Leben ganz unterschiedliche Rollen wahrgenommen. Da sind wir tatsächlich ein Stück weit ähnlich, nur dass du womöglich noch mehr Rollen hattest. Meine Frage ist, rollenübergreifend, was treibt dich ganz persönlich an? Was ist das, was dich morgens aus dem Bett springt, dazu du sagst, okay, jetzt geht's los? Das eine ist, dass ich ein extrem neugieriger Mensch bin. Das hat dann zur Folge, dass ich mich eigentlich über alles freue, was es da schon wieder zu entdecken gibt. Das ist der Grund, dass ich morgens aus dem Bett springe, weil man weiß ja nicht, was kommt. Und Gott sei Dank brauche ich jetzt nicht mehr jeden Morgen rauszuspringen, um an die Arbeit zu gehen. Das ist schon mal sehr erleichternd. Aber was mich wirklich trägt, ist eigentlich ich nenne es jetzt einfach mal so, wie es ist, eine tiefe Liebe zu allem, was lebendig ist. Ich habe ja Biologie studiert und ich halte es nicht so gut aus, dass da eine bestimmte Spezies auf diesem Planeten namens Homo sapiens dabei ist, innerhalb immer kürzerer Zeit diese über Jahrmillionen entstandene Vielfalt an Arten zu ruinieren. Also das tut mir im Herzen weh, und wenn ich dann immer so durch die Natur gehe und merke, es werden immer weniger Vögel, die da singen, und immer weniger Schmetterlinge, die da umherfliegen. Und am Ende sind es nur noch drei oder vier Vogelarten, die ich hier in der Nachbarschaft finde. Dann ist es eine sehr, sehr traurige Entwicklung. Ja, da gebe ich dir recht. Ich habe gestern ein Bild skizziert, zum ersten Mal tatsächlich. Ich habe mal ausgerechnet, wenn man jetzt die Zeit vom Urknall bis heute, diese 13,7 Milliarden Jahre, die es wahrscheinlich sind, in ein Jahr komprimieren würde und sagen würde, okay, wann ist eigentlich was entstanden? Ist dieser Homo sapiens, von dem du gerade gesprochen hast, tatsächlich am Silvestertag um 23:57 Uhr auf die Bildfläche getreten. Das heißt, es ist ein Großteil des Jahres ohne diesen Sapiens-Menschen praktisch gut klargekommen. Das heißt, die Erde kann auch ohne uns, aber ich glaube, andersrum fällt uns das sehr schwer. Das heißt, wir haben in kürzester Zeit tatsächlich sehr große Veränderungen herbeigeführt, die in der Form sicherlich nicht lebensdienlich sind. Ja, das finde ich schön, dass du das jetzt anschneidest, weil uns das jetzt Gelegenheit gibt, auch nochmal darüber nachzudenken, dass es ja sein kann, dass wir es nicht packen. Also, dass wir diesen Planeten völlig ruinieren. Da dürfen wir beide davon ausgehen, dass wohl zumindest im Meer noch ein paar Würmer überleben. Ja. Irgendwas wird schon noch am Leben bleiben. Und dann hätte man früher damit nicht viel anfangen können, nachdem man jetzt in den letzten 20, 30 Jahren das Prinzip der Selbstorganisation des Lebens und alles Lebendigen etwas stärker verstanden hat, weiß man, dass diese Würmer wieder an dem Vorderende ein Oberschlundganglion bekommen, was dann später, weil sie sich in diese Richtung fortbewegen, ein Gehirn wird, und dass es dann auch Fernsinne geben wird, die mit diesem Hirn verbunden werden, und dann entstehen Formen, die besitzen dann ein Gehirn, mit dem sie sich in der Welt orientieren können. Und dann entstehen Formen, die auch in der Lage sind, das, was sie in der Welt erleben, zu reflektieren, und dann entsteht Bewusstsein. Und so weit sind wir im Augenblick. Wir sind sozusagen etwas, was das Leben auf diesem Planeten hervorgebracht hat, eine Form, die in der Lage ist zu verstehen, was das Leben ist. Das ist der helle Wahnsinn, ne? So, und jetzt sind wir möglicherweise aber zu blöd, den nächsten Schritt zu gehen und dieses Leben auf diesem Planeten und die Vielfalt, die hier entstanden ist, auch wirklich zu schützen. Und dann würde das
zur Not wieder bei den Würmern anfangen, wenn wir es alles kaputt machen, einschließlich uns selbst. Und jetzt ist dieses Bild, was du hast mit diesem Silvesterabend so toll, das macht der Erde und dem Leben auf diesem Planeten überhaupt nichts, nochmal von vorne anzufangen. Da ist noch genug Zeit. Das glaube ich auch. Wir sind der erste Versuch vielleicht, wo versucht wird, sowas wie eine bewusstseinsfähige Spezies hervorzubringen, die Verantwortung für das Leben übernehmen kann. Aber wenn es das nicht bringt, dann macht das Leben einen nächsten Versuch. Und das ist eine völlig andere Perspektive, weil dann sieht man plötzlich, dass wir da eigentlich alles umgekehrt machen. Anstatt dass wir das Leben schützen und es bewahren, nutzen wir das Leben so gut wir nur können aus und machen es damit kaputt. Um das fertig zu bringen, muss man schon ziemlich irre im Kopf sein. Ja, die Frage ist ja, was können wir tun, um diesen Irrweg ein Stück weit aufzubrechen? Ist es praktisch die Gier, die uns so reagieren lässt? Ist es ein anderer Effekt im Gehirn, der praktisch ein Großteil der Menschheit in die Richtung treiben lässt? Oder sagst du, nee, es liegt eigentlich an was ganz anderem, weswegen wir uns so verhalten, wie wir uns verhalten? Ja, es gibt ja so ein Prinzip, nach dem sich alles, was lebendig ist, organisiert und auch das Hirn. Das ist sehr spannend. Und das hat auch was mit deiner und eurer Thematik zu tun. Das heißt Energie sparen. Ja, das kennen wir. Und das gilt ja nicht nur für das, was ihr im Augenblick oder wir in der Gesellschaft versuchen, sondern das gilt für jeden Ameisenhaufen. Der baut sich so, oder die Ameisen bauen den so, dass möglichst wenig Energie verbraucht wird. Wenn die gar nicht in den Süden fliegen, dann fliegen die so versetzt, weil das Energie spart. Alles, was lebendig ist, organisiert sich so, dass Energie gespart wird. Und das macht natürlich auch ein Gehirn. Und deshalb ist das grundlegende Arbeitsprinzip des Gehirns, des menschlichen Gehirns, dass es seine Beziehungen der Nervenzellen immer wieder so ordnet, dass am Ende ein Zustand rauskommt, in dem möglichst wenig Energie verbraucht wird. Und jetzt hast du den Grund, und die Begründung dafür, weshalb Menschen nicht gerne nachdenken und auch nicht gerne Probleme haben. Das verbraucht so viel Energie, die sitzen viel lieber auf dem Sofa und lassen sich beschallen. Und das haben eben auch Leute gemerkt, die damit Geld verdienen, und deshalb ist es hier nicht propagiert worden, dass es doch im Leben darauf ankommt, dass man sich jeden Tag seinen Horizont erweitert und dass man sich immer wieder öffnet und immer wieder neue Beziehungen eingeht. Das wäre Wachstum im Sinne der Natur, Potenzialentfaltung. Alles, was lebt, will sich entfalten. Und uns haben sie eingeredet, es käme darauf an, irgendwelche Zustände zu erreichen. Also das gelobte Land, das Himmelreich. Oder dann das eigene Häuschen oder die nächste Kreuzfahrt oder den tollen Beruf, was immer das sein mag. Das ist eigentlich eine absurde Ideologie, auf die wir da alle reingefallen sind, aber kann ja passieren. Wir haben eben so ein formbares Hirn, und das ist so, dass wir immer wieder bestimmte Vorstellungen ja brauchen, an denen wir uns orientieren, und manchmal sind diese Vorstellungen einfach bescheuert. Und dann rennen wir in die Irre. Dann der schöne Satz heißt, wir sind alle Suchende, und da kann man sich eben auch verirren. Und ich glaube, dass wir im Augenblick auf einem richtig gefährlichen Irrweg gelandet sind. Wobei das gelobte Land, das hat sich ja tatsächlich schon vor knapp 2000 Jahren entwickelt, die Idee. Das heißt, das ist ja nicht nichts, was die letzten 20 Jahre da ist, sondern das ist ja in der Menschheitsgeschichte anscheinend über einen langen Zeitraum schon Ja, deshalb sage ich Thema das. Das gewesen. Naja. hat alles mit den letzten 20 Jahren nichts zu tun. Ja. Nur es ist eben über die letzten 2000 Jahre gut gegangen, weil der Mensch noch nicht solche Kapazitäten besessen hat und solche Möglichkeiten gehabt hat, die Erde komplett zu ruinieren und sich selbst auch noch. Aber solange man also so mit dem Steinzeitkeil umherläuft, da kann man kriegerisch sein, da macht man nicht gleich alles kaputt. Aber heute drückt irgendeiner auf den Knopf, und dann fliegt uns die ganze Erde um die Ohren. Das ist eine völlig neue Situation, und deshalb müssen wir uns jetzt möglicherweise von diesen, wenn wir die Kurve noch kriegen wollen, müssten wir uns von diesen Bestrebungen verabschieden und nicht Zustände anstreben, die uns eingeredet worden sind als besonders attraktiv, sondern wir müssten uns gegenseitig helfen, uns zu entfalten. Uns gegenseitig helfen, das, was in uns drinsteckt, zur Entfaltung zu bringen, uns gegenseitig helfen, dass der Blick weiter wird, dass die
Erfahrungen, die wir machen, reicher werden, dass die Beziehungen, die wir eingehen, komplexer und erfüllender werden und dass wir uns wieder mit dem Leben und mit uns selbst verbinden. Das sind alles Aufgaben, die man natürlich völlig aus dem Blick verliert, wenn man dauernd hinter irgendwelchen zu erreichenden Zielen herrennt, und sei es das gelobte Land. Ja, gebe ich dir recht. Du hast in unserem Vor-E-Mail-Verkehr geschrieben, dass tatsächlich das Thema Nachhaltigkeit in deinen Augen nur sehr vordergründig was mit den neuen grünen Technologien zu tun hat, sprich Windenergie, Solarenergie, was auch immer da kommen mag. Könntest du da einmal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, wie deine Sicht darauf ist? Warum ist das nur vordergründig, irgendwas mit grünen Technologien? Das wissen wir ja alle, dass wir Menschen gerne Technologien entwickeln und auch bestimmten Strategien und Vorstellungen folgen, wenn das, was wir da machen, auch irgendwie technologisch interessant ist und innovativ ist und am Ende damit wieder Geld verdient werden kann. Doch wieder das Muster dann, okay. So, und deshalb ist grüne Technologie eine schöne neue Idee, um wieder Geld zu verdienen. Und ob damit dann tatsächlich irgendetwas gebessert wird an der ganzen Situation, wird zwar behauptet, aber da bin ich mir noch gar nicht sicher. Also wenn ich zum Beispiel als Biologe gefragt werde, was machen wir denn mit dem ganzen CO2, wir stoßen zu viel aus, würde ich sagen, auf alle Fälle reduzieren, aber macht ja wenig Sinn, das hier in Deutschland zu machen, wo wir gar nicht so viel ausstoßen. Also bitte schenkt den Chinesen so viel, wie ihr nur könnt, damit die aufhören, so viel Dreck in die Luft zu schleudern und so viel CO2 zu produzieren. Wenn wir bei denen den CO2-Ausstoß um 10% reduzieren, dann ist das wahrscheinlich zigmal mehr, als was wir jemals reduzieren könnten, selbst wenn wir die ganze Industrie einstellen. Also sind wir doch eigentlich auch, wenn wir es ernst meinen, sind wir doch auf der falschen Ebene unterwegs. Und dann wird dann immer gesagt, ja, aber wir entwickeln hier die Technologien, damit wir sie dann in China einsetzen können. Ja, wie lange wollen wir das noch uns einreden? Wir sehen ja, dass die Chinesen eigentlich im Augenblick auf diesem technologischen Sektor uns schon ziemlich davongelaufen sind. Also das ist alles ein bisschen verlogen, es ist alles nicht ehrlich und es ist auch nicht, wie ich das meine, zielführend. Also schwierig. Wenn man wirklich Nachhaltigkeit möchte, dann braucht man eine Bevölkerung, der die Aufrechterhaltung des natürlichen Gleichgewichts und die Aufrechterhaltung der Vielfalt des Lebendigen auch wirklich am Herzen liegt. Also mit anderen Worten, wenn ich den Wald schützen will, dann geht das nicht, dass ich da mit irgendwelchen Geräten reinfahre und überall Verbotsschilder aufstelle, sondern da muss ich schon Kinder in den Wald bringen und ihnen Gelegenheit zu geben, dass sie den Zauber des Waldes entdecken. Nicht, wofür man den Wald nutzen kann, das ist völlig uninteressant. Das führt dann später auch nur dazu, dass sie mit den Mountainbikes durch die Wälder fahren, aber nicht, weil sie den Wald mögen, sondern weil sie das Mountainbike fahren mögen. Kinder müssten diese Verbundenheit mit dem Natürlichen, mit dem Lebendigen erfahrbar erleben dürfen. Also die müssten sich wirklich in das Lebendige verlieben, unter der Anleitung von kompetenten Erwachsenen. Das geht zum Beispiel in Waldkindergärten und in anderen, ja auch, gibt inzwischen auch Waldschulen. Und dann ist man viel näher an der Natur dran, dann liegt einem das am Herzen. Und wenn man so groß geworden ist, da lege ich meine Hand ins Feuer dafür, wird man auch alles dafür tun, dass dieser wunderbare Wald oder diese wunderbare Artenvielfalt oder diese wunderbare Natur, diese Moorwiesen und diese Torfwiesen auch erhalten bleiben. Ja, jemand, der in der Stadt da groß geworden ist und nichts davon gesehen hat und der da auch keinen Bezug dazu hat, den kann man nur mit Gesetzen und mit scharfen Regelungen dazu bringen, dass der nicht alles ruiniert, was da draußen blüht und wächst und gedeiht. Das kann ich tatsächlich persönlich sehr gut nachvollziehen. Unser Sohn war im Waldkindergarten, also hier in der Nähe. Also das, ein Stadtwald ist jetzt nichts, wo wirklich natürlich über Jahrzehnte oder Jahrhunderte das gewachsen ist. Und trotzdem, weil er jeden Tag da draußen war, hat er vor wenigen Wochen als zum ersten Mal, also wir wohnen jetzt seit 15 Jahren hier in Rendsburg, zum ersten Mal war wirklich so eine Art, es war kein Vollernte, aber schon so ein Gerät, was praktisch in die Richtung Harvester geht, in dem Wald unterwegs, wo ich irritiert war. Weil den habe ich dann noch nie gesehen. Und unser also Sohn, der hatte tatsächlich Panik, dass sein Wald zerstört wird. Also der hatte tatsächlich eine Beziehung zu dem Wald aufgebaut, so wie du es beschreibst. Und
Ich selber muss zugeben, ich war einmal in der Grundschule mit unserem Lehrer im Wald. Das hat sich aber auch so eingebrannt, dass wir da einen Ausflug gemacht haben, im Wald unterwegs waren, Bäume und Vögel und was weiß ich was bestimmt haben. Das war so ein Erlebnis voller Eindrücke, voller Sinne, was für mich total spannend war. Aber ich befürchte, dass wahrscheinlich viele Schulen gar keine Möglichkeit mehr haben, in den Wald zu gehen, sondern die müssten wieder dahin gebaut werden, wo sie die Chance haben, hinzukommen. Weil aus einer Stadt heraus ist es, glaube ich, ziemlich weit, in den Wald zu kommen. Da dürfen wir uns neue Strukturen überlegen. Und vor allem, du hast eben gesagt, es muss durch intelligente Erwachsene angeleitet werden. Das ist ja das nächste Thema, wo wir auch eine Herausforderung haben, dass wir häufig ja denken, dass die frühkindliche Bildung irgendwie gemacht wird und wir später dann die Profis einsetzen, was ja normalerweise umgedreht sein müsste. Das heißt, je früher oder je kleiner das Kind ist, desto mehr wird wahrscheinlich noch geformt. Oder sagst du, nee, das ist eigentlich egal, wann man eingreift. Das Gehirn ist permanent bis ins hohe Alter sowieso formbar. Nein, es wird ja alles viel leichter, wenn ich Kinder sehr früh abhole und mit denen in den Wald gehe und ihnen den Wald als Erfahrungsraum zeige, wo das so tolle Erfahrungen zu machen gibt. Das ist später dann schon etwas mühevoll und ich kann, das, jeder, der uns hier zuhört, weiß das auch, so irgend so einen pubertierenden Jungen in den Wald zu bringen, der noch nie im Wald gewesen ist, der hält das da keine 10 Minuten aus. Das heißt, das ist dann schon extrem schwer, so einen Menschen dann nochmal dazu zu bringen, dass der sich in den Wald verliebt. Das sieht man aber auch, wo das eigentliche Problem sitzt. Also ich glaube ja nicht, dass es daran liegt, dass die Schulen zu weit weg sind vom Wald, sondern ich glaube, dass zu viele Erwachsene als Lehrperson oder als Eltern oder als Erzieher schon selbst keine Beziehung mehr dazu haben. Und deshalb kommen die auch gar nicht auf die Idee, dass das irgendwas wäre, was man mal machen könnte. So einen Ausflug kann man immer organisieren. Und du siehst ja, wie das tiefgreifend bei dir gewirkt hat. Da hat schon ein einziger gereicht und den hast du dir gemerkt. Ja, also da kann man schon immer was machen. Aber ja, die Kinder wachsen in eine Welt der Erwachsenen hinein und müssen sich dort zurechtfinden. Und die einfachste Art, sich dort zurechtzufinden, ist, indem man all das übernimmt, was die Erwachsenen auch schon machen. Und deshalb ist jede nachfolgende Generation im Grunde genommen immer dazu verdammt, erstmal in den Fußspuren der Alten weiterzulatschen. Es sei denn, die Konflikte zwischen den Alten und den Jungen werden gar so groß und es gibt gar keine Erfordernis mehr, sich an die Erwartungen und Vorstellungen der Alten anzupassen, dann wird die Jugend, das habe ich damals 68 miterlebt, dann rebelliert die und haut den Alten einen auf die Mütze und wirft ihnen alles Mögliche vor. Das kommt auch ab und zu mal vor, aber nur mit dem Ergebnis, dass das sozusagen eine Widerstandsaktion ist, die nicht dazu führt, dass man tatsächlich etwas, man ist dann zwar gegen etwas, aber man weiß nicht, wofür man ist. Und deshalb rutscht man dann wieder in die Spuren rein, die diese Gesellschaft vorgezeichnet hat. Das heißt, gesellschaftlicher Wandel ist etwas, was richtig schwer zu organisieren ist. Der Hirnforscher in mir ruft immer ganz laut, hört auf, andere Menschen verändern zu wollen. Das ist hirntechnisch nicht möglich. Der Einzige, der sich verändern kann, bist du selbst. Und wenn du jemanden verändern willst, dann kannst du ihn bestenfalls einladen, ermutigen und inspirieren, sich nochmal zu öffnen für eine andere Erfahrung, als die, die er bisher gemacht hat. Und diese andere Erfahrung, die er gemacht hat, die führt dann dazu, dass im Hirn, wenn er das positiv bewertet und das als eine gute Lösung empfindet, dann wird dann im Hirn diese entsprechende Verschaltung, die er da genutzt hat, um ein bestimmtes Thema mal auf eine neue Weise zu betrachten oder ein bestimmtes Problem auf eine neue Weise zu lösen, die wird dann im Hirn gefestigt und gestärkt. Das Hirn strukturiert sich anhand der im Leben gefundenen Lösung. Und was man für Lösungen sucht, hängt davon ab, wo man aufwächst. Kinder im tropischen Regenwald suchen andere Lösungen für andere Probleme als die in München. Ja, das glaube ich. Aber das heißt ja, wenn ich praktisch jemand anderen einlade, dann muss ich ihm das wahrscheinlich auch vormachen, weil er wahrscheinlich wieder nur nachahmen kann. Oder kann ich ihn auch zu was einladen, was praktisch ich noch selber nicht hinbekommen habe? Ich frage deswegen nach, weil im neurolinguistischen Programmieren wird ja häufig gesagt, es gibt viele Menschen, die zu was hingezogen sind. Es gibt auch viele weg von motivierte Menschen. Das heißt, die wollen von irgendwas weg. Und ich muss bei mir tatsächlich feststellen, ich bin auch eher weg von motiviert. Aber das funktioniert ja anscheinend nicht, weil du hast es gerade so schön ausgeführt, die 68er waren ja auch weg von ihrer Vorgeneration, hatten dann aber keinen eigenen Plan und wussten dann ja gar nicht, wo sie sich hinentwickeln sollen. Das heißt, man braucht dann ja doch immer so eine Art Vorbild, oder habe ich das falsch interpretiert?
Ja, ich glaube, dass all diese Theorien und Methoden und Verfahren, wie man bisher Menschen zu verändern versucht hat, in Wirklichkeit unwirksam sind. Also, Okay. wenn wir beide nur mal ganz ehrlich sind, vieles davon sind Abrichtungs- und Dressurmethoden, wo man jemanden zeigt, wie er das zu machen hat und dafür kriegt er dann eine Belohnung. Oder man verspricht ihm, dass wenn er das so macht, er dann später im Leben besser zurechtkommt. Das ist auch eine Art von Belohnungsversprechen. Und auf diese Weise ändert ein Mensch aber nicht sich im Innersten und seine innere Einstellung und seine Haltung. Und das ist ja dafür verantwortlich, diese innere Einstellung, diese Haltung, wie er sich verhält. Sondern auf diese Art und Weise ändert er, passt er sein Verhalten an das Gratifikationssystem der anderen an. Und dann verhält er sich so lange, wie er eben eine Lohnerhöhung kriegt oder wie er mit Kündigung bedroht wird. Und wenn das dann nicht mehr reicht, dann macht er wieder weiter wie vorher. Das weiß doch jeder. Ich frage mich auch manchmal, ob die Leute einfach überhaupt nicht richtig hingucken. Wenn du einmal anfängst, mit Belohnung und Bestrafung zu arbeiten, bist du wie ein Zirkusdompteur. Manchmal kriegst du eine besondere Verhaltensleistung dadurch tatsächlich bei deinem Klienten zustande, aber der ändert sich nicht. Und wenn du aufhörst mit deinen blöden Belohnungen, dann kommt er wieder zurück und macht genauso weiter wie vorher. Also ist das doch alles Illusion. Und deshalb kann man nur einen Menschen, also es kann sich ein Mensch nur verändern, wenn es ihn im Inneren auch wirklich berührt, wenn es unter die Haut geht, wie wir so sagen. Das ist dieses Belohnungszeug nicht. Das geht ja nur deshalb unter die Haut, weil es meinetwegen bei der Peitsche eben ein bisschen wehtut. Deshalb funktioniert Peitsche auch besser als Zuckerbrot. Aber es geht dir nicht richtig unter die Haut. Und wenn es dir unter die Haut gehen soll, dann muss es dich berühren. Also musst du einen anderen Menschen einladen, ermutigen und inspirieren, sich nochmal mit einem weiteren Blick die Welt anzuschauen. Und möglicherweise bringt ihn das dazu, dass er merkt, dass er bisher zu eng war. Und das macht ihn vielleicht betroffen. Und das berührt ihn, dass er das halbe Leben lang mit so einem kleinen Rohr da in die Welt geguckt hat. Und das kann sein, dass er dann sagt, ich will das nicht mehr. Ich will einer sein, der wirklich diesen weiten Blick hat. Ja. Und das ist eine Haltung. Dann guckt er fortan, guckt er anders auf die Welt. Und Ja, so kann einfach ich. ist es im Grunde genommen. Und jetzt kommt aber die kleine Schwierigkeit, du ahnst es schon. Du kannst ja keinen Menschen einladen, ermutigen oder gar inspirieren, den du nicht magst. Also wenn dir einer scheißegal ist, geht das nicht. Also du Ja. als Chef von irgendeinem Mitarbeiter willst ihn jetzt einladen, dass der sich plötzlich dafür interessiert, wie man Abfall auch auf eine andere Art und Weise entsorgen kann. Du weißt doch sowieso, dass der sich nicht dafür interessiert. Also musst du ihn einladen und ermutigen, inspirieren, dass er sich mal was anguckt, mal ein Video guckt oder so und sieht, dass das auch anders geht. Das wirst du aber nur machen, wenn du diese Person magst. Sonst geht es auch nicht so. Wenn du nur einfach an der Abfallwirtschaft interessiert bist, dann wird das eine kalte Einladung und die kommt dort bei der Person nicht an. Der muss merken, dass du ihn magst. So. Und dann macht er das und dann guckt er sich das an. Und da fängt es an, richtig schwierig zu werden, weil wenn ich Führungskräften in der Wirtschaft sage, ihr müsstet eure Mitarbeiter einladen, ermutigen, inspirieren, aber dazu müsstet ihr die auch ein bisschen mögen, dann sagen die, es ist ja unmöglich, also jetzt ist aber gut. Und dann sage ich, aber guckt doch mal, wenn ihr genauer hinguckt in dem Herrn Müller oder der Frau Schulze, wenn ihr mal wirklich genauer hingucken würdet, es ist in jedem Menschen irgendwas, was man mag. Du musst ja nicht den ganzen Herrn Müller und die ganze Frau Schulze mögen, aber ein bisschen was davon. Und dann lädst du eben diesen Anteil ein. Ja, dann stellst du dir in Gedanken vor, dass du jetzt diesen Anteil von Herrn Müller einlädt, der meinetwegen Imker, hast du erfahren, der macht in seiner Freizeit Imkerei. Also Imker ist toll, also lade ich nicht Herrn Müller ein, sondern den Imker in Herrn Müller. Und dann wirst du sehen, dann kommt der ganze Herr Müller hinterher. Der hängt ja an dem Imker dran. Das Das stimmt. können wir nicht. Wir haben das nicht gelernt. Wenn ich jetzt ganz böse sage, haben wir schon seit Generationen immer nur gelernt, wie man sich abgrenzt, wie man andere in den Sack haut, wie man sie zum Objekt der eigenen Interessen macht. Also eigentlich, wie man Krieg führt. Wie Ja. man friedlich miteinander klarkommt, haben wir nie gelernt. Und deshalb, wir kennen doch auch nur Krieg.
Und das sind doch nicht nur diese furchtbaren Kriege, die wir gegenwärtig hier erleben, sondern diesen Krieg haben wir doch überall. Den haben wir in der Schule, den haben wir im Kindergarten, den haben wir in den Elternhäusern, in Nachbarschaftsbeziehungen, in den Kommunen, in den Unternehmen, in der Politik und in den Parteien. Überall ist Krieg. Was wollen wir denn über Nachhaltigkeit reden? Krieg ist immer die schlimmste Form der Zerstörung und der Ressourcenverschwendung. Ja. Wobei, ich finde es total spannend, dass ich praktisch einen Aspekt ausfindig machen darf bei Menschen, die mich vielleicht aufregen oder wo ich das Problem oder erst im Moment meine, ich mag ihn oder sie nicht. Ich habe es häufig so und ich habe es gerade gestern wieder erlebt. Ich hatte in dem Vortrag einen mittelalten Mann, der so dagegen gegangen ist. Und ich finde das immer total schön, wenn jemand sich traut zu sagen, okay, nee, ich sehe das ganz anders als du und das müssen wir anders machen. Und das habe ich schon mehrfach erlebt. Und ich bin da tatsächlich immer so neugierig, tatsächlich so ähnlich wie du, und will ja wissen, was mich persönlich aufregt an dem, was er sagt. Weil egal, wer was sagt, ist es ja so, wenn es mich nicht berühren würde, wäre es mir ja wahrscheinlich mehr oder weniger egal. Aber in dem Augenblick, wo ich merke, okay, das macht was mit mir, bin ich total neugierig, habe danach noch eine halbe Stunde mit ihm geschnackt und wir haben uns, also ohne dass ich einen Aspekt hatte, was ich an ihm mag, weil im ersten Moment hatte ich nämlich nichts, was ich an ihm mochte, weil er mich aufgeregt hat, haben uns doch tatsächlich total angenähert und sind total, also ich will nicht sagen, dass wir Freunde fürs Leben geworden sind, aber dass wir tatsächlich total fein auseinandergegangen, weil wir haben uns tatsächlich darüber aussprechen können. Ich finde es aber spannend, dass ich anscheinend manchmal ohne diesen Aspekt hervorzukehren, ich weiß nicht, ob der Imker war, kann sein, möglicherweise war das, häufig so interessiert bin, was mich aufregt durch die andere Person, dass ich da so lange nachfrage, bis ich praktisch, dass er es mir erklärt hat oder ich da auf die Schliche gekommen ist. Ist das nicht normal oder weil. Das ist total normal, das kennen auch alle. Und du weißt aber auch, dass du sowas nur fertigbringst, wenn es dir gut geht. Wenn du genervt bist und dein Chef die nächste Deadline hat und deine Frau zu Hause schon wartet mit der Bratpfanne und so, dann bringst du das nicht fertig. Das Ja. heißt, um liebevoll oder um wirkliches Interesse an einer anderen Person aufbringen zu können, muss es einem einigermaßen gut gehen. Und jetzt wird es ja total verrückt, weil dass es einem gut geht, hängt ja von einem selbst ab. Da werden die meisten werden jetzt sagen, ja, mir geht's schlecht, weil die mich alle so furchtbar behandeln. Das kann man gerne so machen und bis ans Lebensende immer die anderen dafür schuldig machen, dass es einem scheiße geht. Aber in Wirklichkeit weiß man, es geht einem deshalb scheiße, weil man nicht aufpasst und immer wieder Sachen macht, die man eigentlich nicht machen will. Also man verstößt sozusagen gegen sich selbst. Und da hat ja jeder Mensch hat so einen inneren Ruf, den spürst du auch, der sagt ja, du, jetzt habe ich hier diese ganzen Sachen gemacht, jetzt brauche ich erst meine Ruhebasis, jetzt muss ich mal in den Wald oder ein bisschen laufen oder irgendwas. So, und dann gibt es Leute, die immer noch weitermachen, die diesen Ruf unterdrücken. Und das gilt für viele andere Bereiche auch. Wir können es ja mal extrem machen. Eine Mutter, die ihr kleines Mädchen in die Kinderkrippe bringt, weil sie wieder arbeiten will, weiß, wenn sie das Kind dort abgibt, dass das nicht gut ist. Das sagt ihr ihre innere Stimme. Und trotzdem macht sie es. Wir tun ständig irgendwelche Sachen, von denen wir wissen, dass das nicht gut ist und dass das nicht richtig ist. Wir halten das Maul, wo wir was sagen sollten. Wir laufen mit, wo wir ausscheren sollten. Das sind alles Verstöße gegen uns selbst. Und wer sowas macht, der mag sich selbst am Ende nicht mehr. So, und da treffe ich jetzt sehr viele Leute. Und das wäre eine Nachhaltigkeitsthematik. Wenn ich Menschen habe, die mit sich selbst glücklich sind, die zerstören die Umwelt nicht. Die bringen auch nicht dauernd Unfrieden in die Welt. Die machen auch nicht dauernd Konflikte und all diesen Kram. Die müssen auch nicht mit einem tollen Auto in der Gegend umherfahren. Die müssen auch kein riesiges Haus haben und dreimal im Jahr in Urlaub fahren. Das sind alles Ausdrucksformen innerer Zerrissenheit und innerer, ja, ungestillter Bedürfnisse, mit denen sie da rumlaufen. Davon lebt unsere Wirtschaft, das weiß ich ja. Aber damit zerstören wir unseren Planeten. Das weiß ich auch. Und deshalb könnte man dann auch Menschen helfen, dass sie sich selbst wieder ein bisschen mehr mögen. Ja. Ja, Und dann und kann ja das. tatsächlich die Form der Nachhaltigkeit, die ich für am wichtigsten halte, weil wir haben ja die Erde ja
erst seit kurzer Zeit überhaupt für uns praktisch erfahren und wir dürfen sie ja für die nachfolgende Generation auch so übergeben, dass sie auch noch eine Chance haben, weiterzuleben. Bloß wenn ich mich selber nicht mag, dann habe ich ja wahrscheinlich auch ein Problem, selbst meine nachfolgende Generation anfangen zu mögen. Und dann wird es natürlich sehr schwierig in dem Augenblick, wo ich diesen Aber du Kontakt siehst, verloren habe. es wirft uns dann wirklich auf uns selber zurück. Das ist Ja. jetzt alles, was diese Nachhaltigkeits- und Umweltorganisationen betreiben, ist ja, das ist ja der Versuch, es von außen zu regeln. Das kann man gerne machen, kostet auch nochmal viel Geld, aber wenn wir ehrlich sind, das machen wir da jetzt schon seit 50 Jahren, hat doch nicht viel geholfen. So, also müssen wir wahrscheinlich irgendwann mal ran an das Innere und müssen den Menschen helfen, sich selbst in ihrer Bedürftigkeit zu erkennen, dass sie als Suchende unterwegs sind, dass sie sich dabei, dass es ganz natürlich ist, dass man sich dabei verirrt, aber dass es blöd ist, wenn man, obwohl man sich verirrt hat, trotzdem noch weiter in diese Richtung latscht. Und dass man sich gegenseitig raushelfen könnte aus diesen Verirrungen. Und man kann sich auch gegenseitig, anstatt dass man sich runterstößt, kann man sich auch hochheben. Ja, und ein wirkliches Interesse an der Entfaltung des anderen haben. Dann wäre man wieder im Einklang mit sich selbst und dem eigenen Leben. Und dann ist man hier auf dieser Erde auch kein Schmarotzer mehr, der alles andere auffrisst. Ja. Und wir beide wissen das doch. Das geht deshalb nicht, weil das unser gesamtes gegenwärtiges Wirtschaftssystem ruiniert. Stell dir mal, wir machen es mal ganz einfach. Wir stellen uns mal vor, dass solche jungen Menschen aus den Schulen rauskommen, genau wissen, was sie wollen, die Ärmel hochmachen und diesen Unsinn beseitigen, den wir ihnen hier hinterlassen haben, die also richtig talentiert sind und sich gegenseitig, also die auch Kompetenzen sich angeeignen. Also wie wir uns das so wünschen, ne? Total Potenzialentfaltung pur. Und die kommen da oben alle so aus der Schule raus. Weißt du, was dann passiert? In kürzester Zeit ist unser gesamtes gesellschaftliches System zusammengebrochen, weil denen kann man jetzt nichts mehr einreden. Die kann man nicht mehr dazu bringen, dass sie sich Sachen kaufen, die sie nicht brauchen. Die würden auch nicht mehr Kreuzfahrten und ähnliche Dinge brauchen. Wir sind ja darauf angewiesen, damit wir so weiterleben können wie bisher, dass es alles so bleibt wie bisher. Wir würden ja noch nicht mal aushalten, wenn lauter junge Leute aus der Schule kämen und plötzlich keine guten Konsumenten mehr wären und sich nicht mehr gut verführen ließen von irgendwelchen Politikern. Keine einzige politische Partei wüsste, was sie tun sollten, wenn denn die Bürger schon wüssten, wenn sie das schon beurteilen könnten, was diese Parteien da treiben. Ja. Da braucht man keine Wahlwerbung, da braucht man nichts. Bei mündigen Bürgern. Aber wir haben keine mündigen Bürger und wir dürfen auch keine kriegen, weil die das gesamte System in Frage stellen. Und das hat man. Manchmal hat man ja so gestandene Leute, die tatsächlich wissen, worum es geht. Das sind doch keine Kunden mehr. Die kann man auch für keine Parteiversammlung mehr gewinnen. Das ist richtig, wobei dieses ganze System ist ja auch von Menschenhand geschaffen. Deswegen bin ich so unfassbar optimistisch, dass wir als Menschen das auch so umformen können, dass es anders geht. Also ich muss zugeben, ich habe ja den Luxus in Anführungszeichen, zu mir kommen ja viele Studierende, die sagen, okay, ich möchte die Welt besser machen, ich möchte die Welt retten. Deswegen studieren die Energie- und Umweltmanagement und ich freue mich, die zu beobachten, wie sie praktisch da überwiegend nicht in dieses System reinpassen, das wissen die auch, dass sie praktisch da nicht mehr passgenau sind. Und ich freue mich, die mit zu entwickeln und zur Entfaltung zu bringen. Und ich habe auch das Gefühl, aber das ist rein subjektiv und das ist immer die Gefahr, ich bin in meiner Bubble unterwegs, habe das Gefühl, dass es mehr werden, dass dieses Bewusstsein zunimmt. Da gibt es ja auch diese Messung dieser Grundschwingung der Erde, dass angeblich das Bewusstsein mittlerweile wieder etwas ansteigt. Deswegen habe ich da schon so einen gewissen Optimismus, dass wir da die Kurve kriegen. Und zum Beispiel fällt mir jetzt gerade ein, in Bhutan wird ja tatsächlich gar nicht mehr drauf geguckt, wie ist das Bruttosozial- und Inlandsprodukt oder sonst was. Die sagen ja, wie ist der Brutto, das Glück des Landes sozusagen. Und das ist natürlich ein Land von über 200 und auch unser kleines Land, ehrlicherweise, die jetzt mittlerweile so denken. Aber da glaube ich schon, dass wir da die Kurve kriegen Ja, als Menschen. Oder ja. bist du da gar nicht mehr Nein, optimistisch? du hast da auch den Punkt. Das, was ich vorhin über die 68er erzählt habe, ist für diese neue Generation, von der du berichtest, passé. Die müssen nicht ihre Eltern sozusagen diffamieren und beschädigen und sich von denen loslösen, sondern
Die sagen, es ist mir echt scheißegal, was ihr da macht. Wir kümmern uns um euch gar nicht mehr. Wir fassen jetzt hier vorne an und machen was Neues. Und die sind auch tatsächlich nicht mehr verführbar. Das ist wirklich eine sehr innovative junge Kraft, die sich da auf den Weg macht. Sind natürlich nicht alle, aber die, die da sind. Und wenn man die begleitet, glaube ich, dann tut man etwas für Nachhaltigkeit und für die Verwandlung dieses Planeten. Vielleicht auch dorthin, dass tatsächlich der Mensch sich noch besinnt und diesen Sinn seines Daseins künftig darin sieht, dass er das Leben erhält, anstatt es zu zerstören. Das ist total richtig. Und deshalb ist es, glaube ich, auch wichtig, dass wir diesen jungen Leuten ein bisschen erklären, sodass die das verstehen, dass wir ihnen helfen, dass wir sie einladen zu verstehen, warum das alles so gekommen ist. Wie wir das hier so machen, das ist ja der Versuch, uns gegenseitig verständlich zu machen, wie das eigentlich dazu kommen konnte. Jetzt habe ich schon ein bisschen die ganze Zeit auf diesem Prinzip herumgehackt, dass es immer ums Energiesparen geht, wenn es um die Entwicklung des Lebendigen geht. Immer muss Energie gespart werden, wenn das System mehr Energie verbraucht. Fängt es an, instabil zu werden, und das hat was mit dem zweiten Absatz der Thermodynamik zu tun. Das Leben ist ja sozusagen eine Insel inmitten dieses großen Kosmos, wo eigentlich gar kein Leben möglich ist. Und Leben ist in der Lage, dem zweiten Absatz der Thermodynamik, der ja sagt, alles verteilt sich, Energie verteilt sich immer gleichmäßig, und das Leben setzt dem sozusagen etwas dagegen und schafft Inseln, in denen das nicht gilt. Aber das gilt natürlich nur so lange, wie dieses lebende System nicht mehr Energie verbraucht. Dann fliegt es wieder auseinander, weil es braucht ja die Energie für seinen Zusammenhalt. Und wenn das sozusagen zu viel Energie wird, die es braucht, dann reicht es nicht, dann fliegt es auseinander. So ist das auch im Hirn, wenn Nervenzellen versuchen, sich gegenseitig so anzufeuern, dass die an die Grenzen ihrer Belastung kommen, dann tritt Calcium ein und diese Nervenzellen. Dieses ineintretende Kalzium führt dazu, dass proteinabbauende Enzyme aktiviert werden, und das führt dazu, dass diese Nervenzellen sich selber verdauen, weil sie es nicht geschafft haben, mit der Energie zurechtzukommen, weil es war zu viel. Energieverbrauch zu hoch, und dadurch hat dann haben die Mechanismen für die innere Regulation nicht mehr ausgereicht. Und so geht es uns als Menschen auch. Und wir hatten aber zwischendurch mal eine Phase, in der wir, also unsere ganze Energie kommt ja im Grunde genommen von der Sonne, und die wird übersetzt über die Pflanzen in Form von Stärke und Zucker, und dort ja auch kommt es ja auch zu dieser Umwandlung von CO2 in Sauerstoff. Also ohne die Pflanzen, das müsste jedem Kleinkind ständig vor Augen geführt werden, so dass es das tief verinnerlicht. Ohne Pflanzen gäbe es uns nicht und alle anderen auch nicht. Also wir müssten jeden Baum, der da ist und noch ein bisschen grüne Blätter hat, den müssten wir umarmen, weil er ist unser Lebensspender. Das ist das innere Gefühl, aus dem heraus man arbeiten müsste. Und wir haben nun es fertiggebracht, nicht nur diese Pflanzen auszunutzen, sondern wir haben es fertiggebracht, auch die Pflanzen zu finden, die lange vor uns auf diesem Planeten waren und die in Form fossiler Brennstoffe ihre Hinterlassenschaften in der Erde gelassen haben. Und die haben wir rausgeholt, und damit hatten wir plötzlich eine blöde Situation, nämlich auf einmal viel zu viel Energie, genug im Überfluss. Wir konnten machen, was wir wollten, und haben das auch gemacht. Das System wird dann verrückt, weil es nicht mehr zusammengehalten wird durch die Notwendigkeit, Energieverbrauch zu reduzieren. Dann wird das System sozusagen verrückt, entwickelt sich wie ein Unkrautfeld, dass man zu viel gedüngt hat. Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir feststellen, hey, das geht so nicht mehr weiter. Wir verschwänzen die ganze Erde und pusten so viel CO2 in die Luft, dass sich das ganze Klima verändert. Und jetzt müssen wir wieder Energie sparen. Und jetzt fällt uns das natürlich schwer nach all dieser Verschwendung in der Vergangenheit. So, und ohne das wird es aber nicht gehen. Und da ist jetzt die Frage, was machen wir jetzt, damit wir wieder sozusagen dem lebendigen Prinzip des Energiesparens folgen, weil wir anders auf diesem Planeten nicht überleben können. Das geht ja schon in der Familie los. Wenn eine Familie so viel Streitereien miteinander hat, wie das in vielen Familien der Fall ist, dann kann diese Familie am Ende nur noch zusammengehalten werden, indem man was reinsteckt. Also indem die irgendwie Geld kriegen oder sich Geld verschaffen oder so viel arbeiten, dass sie so viel Geld haben, dass es sich dann
tolles Auto kaufen können, ein tolles Häuschen kaufen können, einen schönen Urlaub leisten können. Und dann kann eine Familie, so wie unsere Menschheitsfamilie, zusammenbleiben, obwohl sie sich eigentlich tagtäglich die Köpfe einhaut. Das ist aber kein stabiler Zustand, das ahnst du schon. Und der geht immer auf Kosten dessen, was man da reinsteckt. Also wir können uns unseren Unsinn, den wir gegenwärtig miteinander und mit der Natur treiben, nur deshalb leisten, weil noch genug Energie da ist. Und jetzt kommen wir daher und glauben, die mit Hilfe unserer Photovoltaik und unserer anderen Anlagen könnten wir plötzlich unbegrenzt Energie uns verschaffen von der Sonne. Kann ich mich nur halbtot lachen. Das ist nun der Größenwahnsinn per se, weil das würde ja heißen, wir haben dann tatsächlich keinerlei Notwendigkeit mehr, irgendwo noch Energie zu sparen. Weißt du, wozu das führt, wenn dann Menschen, die sowieso nicht so richtig wissen, wofür sie da sind und die doch eigentlich ihr Lebensglück darin sehen, dass sie möglichst gut konsumieren und es ihnen gut geht, Pursuit of Happiness steht in der Verfassung. Wenn Menschen plötzlich so viel zur Verfügung haben an Energie, dass sie machen können, was sie wollen. Das haben wir ja jetzt schon. Na gut, deiner These nach, im Gehirn fangen sie sich an, gegenseitig aufzuessen. Das heißt, die Menschen würden sich auch wahrscheinlich weiter bekriegen. Oder was Nee, ist deine das ist ja Konsequenz? nur das, wenn sie es nicht hinkriegen. Der normale Prozess heißt, wenn eine Nervenzelle so erregt wird durch andere, dass sie zu viel Energie verbraucht, dann wächst sie seitlich so ein Fortsatz aus, der zu der anderen geht und bremst die. Ach so, Das ist, okay. so funktioniert das Hirn. Im Hirn sterben dir nicht dauernd die Nervenzellen, weil zu viel Energie gemacht wird, sondern im Hirn lernen die Nervenzellen, wie sie ihre Interaktionen gestalten müssen, ihre Zusammenarbeit gestalten müssen, damit am Ende was rauskommt, was funktioniert und möglichst wenig Energie verbraucht. Und wir haben das als Menschheit gefälligst auch zu lernen, wie wir unsere Interaktionen so gestalten, dass am Ende etwas rauskommt, was möglichst wenig Energie verbraucht. Aber demnach ist dann ja der Fusionsreaktor die Perversion des Ganzen, weil der würde ja die Sonne sozusagen nochmal nachmachen. Der kommt ja angeblich immer in 50 Jahren. Ich weiß nicht, ob wir den noch erleben werden, aber das wäre ja die Maschine, die sozusagen das Fass dann zum Überlaufen bringen würde. Ja, wenn du als Mensch jetzt über zu viel Energie verfügst und hast aber das Bewusstsein, dass du weißt, worum es geht, dann wirst du dann diese Energie ja auch nicht benutzen. Das ist so, wie wenn wir haben ja auch zu viel Ernährung, also zu viel Nahrung zur Verfügung. Und es gibt Menschen, die trotzdem nicht so viel essen. Nicht alle, aber ein paar. Ja, und da gibt es viele Studien, die sagen, wenn wir nur die Hälfte dessen essen würden, was wir täglich essen, würden wir viel länger leben und auch weniger krank. Weniger wäre besser, sagen die wissenschaftlichen Studien. Und das klappt sogar schon bei Ratten und Mäusen. Und bei uns natürlich auch. So, das heißt, Energie, wenn wir Energie im Überfluss haben oder sobald wir irgendwas im Überfluss haben, können wir das nicht überleben. Wenn wir nicht das Bewusstsein herausgebildet haben, dass wir uns selbst beschränken. Und dafür muss es einen Grund geben, dass wir uns selbst beschränken. Das muss sozusagen attraktiv sein. Also für mich ist es zum Beispiel attraktiv, wenn ich nicht so viel esse, weil ich dann einen Körperzustand habe, in dem ich mich wohler fühle, als wenn ich so voll gefressen bin. Und jetzt ist es für mich auch attraktiver, statt dass ich den nächsten Urlaub in der Südsee verbringe, gehe ich lieber wandern im Thüringer Wald, weil das für mich viel attraktiver ist. Und das ist auch viel Energiespur. Ich könnte natürlich in die Südsee fliegen. Kein Problem. Geld ist da, alles. Mache ich aber nicht. Und zwar aus Bewusstseinsgründen. Und da glaube ich, das ist der einzige Weg, wie wir weiterkommen. Und nicht mit der Einführung grüner Technologien, die den Leuten vorgaukeln, es ginge alles technologisch zu lösen. Und dann bräuchte man ja auch keinen Bewusstseinswandel. Umgekehrt, wir brauchen den Bewusstseinswandel, weil wir sonst nicht mehr weiterkommen. Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Das erübrigt eigentlich alle weiteren Fragen, Gerald. Also, mein Buch heißt ja auch, die Energiewende ist eine Menschenwende und im Grunde geht es um ganz andere Sachen als die, die vordergründig da rumstehen, wo wir immer denken, dass wir daran arbeiten müssen. Es ist tatsächlich manchmal ein weiter Weg, dahin zu kommen. Wobei, ich fand es eben total schön, als du am Anfang darüber gesprochen hast, was wir mit den jungen Menschen machen, dass sie jetzt ein Stück weit verändern, dass wir ihnen helfen, da hatte ich Gänsehaut. Und für mich ist Gänsehaut immer ein Indikator, dass ich auf dem richtigen Weg unterwegs bin. Das heißt, ich darf noch gerne in die Hochschule gehen und mit denen arbeiten und sie praktisch unterstützen, das zu tun, weil es anscheinend für mich sich richtig anfühlt. Das wird für andere Menschen andere sein und insofern achte ich auch darauf. Das geht mir ja ganz genauso. Es gibt ja ganz viele junge Menschen,
die verstehen, worüber wir beide jetzt hier reden und wo ich auch in anderen Gelegenheiten dann rede. Und mit denen kann man arbeiten. Und dann gibt es eben viele, die verstehen nichts. Die sind nur mit sich selbst beschäftigt. Die kümmern sich nur um ihren eigenen Bauchnabel. Die haben einen so begrenzten Horizont und ein so beschränktes Wissen, dass man einfach sagen muss, mit denen wird es nicht gehen. Weil die kann ich nicht alle retten. Die kann ich auch nicht alle belehren. Und das ist für mich so ein Grund, weshalb ich sage, ich arbeite mit denen, die wollen, aber nicht mit Leuten, die noch nicht mal die Bereitschaft haben, darüber nachzudenken. Das heißt, bei Das ist denen mir wird dann zu dieser. energieaufwendig. Wenn ich Leute von etwas erstmal noch überzeugen muss, was die wollen, dann geht es ja nicht. Und woran ich arbeite, ist auch nicht wie das häufig im Umweltschutz passiert, da werden wunderbare Programme ausgedacht und aufgeschrieben, erster Schritt, zweiter Schritt. Und da wird sozusagen geplant, wie das Ganze abzulaufen hat. Und dann frage ich immer, und woher wisst ihr, dass die Leute das überhaupt wollen? Weil das Programm ist schön und schnell aufgeschrieben. Das kann auch richtig toll sein. Das sind wir Deutschen ja Meister drin, also zum Beispiel Bildungs- und Schulprogramme zu schreiben. Aber das hilft doch nichts, wenn die Leute da vorne in das Programm reingehen und gar keine Lust drauf haben. Und da sind wir nun wieder ganz schlecht. Wie kann ich junge Menschen dazu bringen, dass sie Lust drauf kriegen, sich mit diesem Thema zu beschäftigen? Ja, das Programm hätte ich dann schon, aber ich weiß ja gar nicht, wie ich die einladen, ermutigen, inspirieren soll, dass sie Lust drauf kriegen. Und wenn ich das nicht schaffe, kann ich einpacken. Ja, dann kann ich nur noch Vorschriften erlassen und Gesetze, mit denen ich sie zwinge. Ja. Einladen, ermutigen, inspirieren ist nicht der deutschen Kunst. Ja, wobei es gibt tatsächlich ja viele Menschen, also zum Beispiel, ich denke an Vera F. Birkenbiel, die kennst du wahrscheinlich auch noch, die ist ja leider schon verstorben, Ja, was die das ist, für. gibt natürlich immer wieder welche. Ja, zähle ich mich ja auch selber dazu, ja. Richtig. Und in dem Augenblick, wo ich zum Beispiel Vorwissen aktiviere in der Vorlesung oder gestern zum Beispiel bei den Weinwein-Kronshagen, wo die das Gefühl haben, okay, ich kann hier einen Beitrag leisten, ich kann mit meinen eigenen Erfahrungen einen Unterschied machen und kann mich beteiligen und dadurch ändert sich was, habe ich das Gefühl, dass ich, egal in welcher Truppe ich unterwegs bin, es immer hinbekomme, dass die Menschen mitmachen. Und ich habe immer die Hoffnung, ich weiß nicht, ob die stimmt, dass wenn sie Leute aktiviert mitmachen, sie wahrscheinlich auch mehr aus so einer Veranstaltung mitnehmen, als wenn sie sich nur berieseln lassen. Da hoffe ich sehr drauf. Und deswegen, selbst für den Deutschen, der vielleicht es nicht immer vorgelebt bekommen hat, wie praktisch es geht, mit Begeisterung irgendwas zu machen, glaube ich, gibt es tatsächlich Möglichkeiten, einfach mal mit Techniken anzufangen, um sich dem mal anzunähern, weil ich befürchte, ansonsten erreichen wir ganz viele nicht. Also ich gebe dir recht, es gibt viele, die auf den ersten Blick keine Lust haben, aber wenn ich die so ein bisschen kitzel, habe ich die Erfahrung gemacht, kriege ich manche von denen. Aber es kann auch sein, dass ich vielleicht nur die kitzel, die vielleicht sowieso motiviert waren, ich habe es noch nicht gesehen, dass sie bereit gewesen sind. Das kann ich nicht beurteilen. Nein, wir sind uns ja einig, es wird ja niemals so sein, dass die Mehrheit der Bevölkerung in so einen neuen Weg einschlägt. Das ist immer nein, das ist Nee. immer eine Elite, die das verstanden hat und die vorgeht. Und das sind manchmal vielleicht, manche sagen, 25% sind genug, der Rest kommt hinterhergelatscht. Und Okay. deshalb braucht man auch nicht alle. Aber man muss seine Zeit auch nicht damit vergeuden, jeden da über die Schwelle zu führen. Dann nimmt Okay. man diese Leute, die wollen, die was verstanden haben und die entwickeln die Power, mit der es vorwärts geht. Und die anderen laufen dann schon hinterher, weil das macht auch keinen Spaß, da immer so am Rande zu stehen. Okay. Das, in diesem Sinne wäre es schon gar nicht so schwierig. Und ich glaube, dass das auch überall so läuft und dass das auch überall so gemacht wird. Was mir heute nur wichtig war, war eben, das nochmal herauszustellen, dass es nicht die Einführung neuer Technologien sein wird, die uns in diese Nachhaltigkeitsbewegung bringt und die uns dann auch hilft, diese Energien einzusparen und die Emissionen von CO2 zu reduzieren. Sondern dass das viel wirksamere Mittel dagegen eine gegenseitige Hilfe bei der Herausbildung eines Bewusstseins ist, was tatsächlich uns selbst verortet als lebendes System innerhalb anderer lebender Systeme, die auch leben wollen. So, und das wird dann plötzlich eine ganz andere Betrachtungsweise, nämlich dass man nicht die anderen für seine Zwecke benutzen darf, sondern dass man Teil etwas Größeren ist, was ja, nur dann, und dass man selbst als Teil dieses Größeren leben kann, wenn das Große auch lebt.
Wenn wir diese Ökosysteme kaputt gemacht haben, sind wir auch kaputt. Das ist doch relativ einfach. Das In stimmt. diesem Sinne. Lieber Gerald, vielen Dank. Ich weiß, wenn wir mal wieder sprechen, ich brauche keine Fragen vorzubereiten, sondern ich habe eine Frage zum Start und da sprichst du so spannende Sachen an, dass ich mich mehr oder weniger durch die Stunde tragen lassen kann. Vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche dir alles Gute, es war mir eine Ehre und bis bald. Es hat mir auch Spaß gemacht und es macht auch viel mehr Freude, wenn man sich auf so ein offenes Gespräch einlässt. Auch für mich, es ist ja blöd, wenn ich immer einen habe, der mir da seine Liste von vorgefertigten Fragen runterliest. Das hat mir mit dir deutlich mehr Freude gemacht. Also vielen Dank, schöne Grüße an alle, die uns hier zugeschaut und zugehört haben. Und ja, ich bin fest davon überzeugt, dass wir die Kurve kriegen, aber wir müssen uns da auch ein bisschen bewusst werden, worauf es wirklich ankommt. So vielleicht. Alles Gute. Super, danke.